pass auf, das war auch geil. Ich hatte ein Brustpiercing, ne? Und irgendwann auch? Hat, ja, pass auf, und irgendwann hat ein Kollege von mir das gemacht. Der so, was ist braun und dreht sich? Ich so, was denn? Bruno, der Tittenzwick. Und dann hat er das rausgerufen. Jetzt habe ich hier so, siehst du, die drei Nippel. Ach so. Ich hatte auch mal ein Zungenpiercing mit. Ich war, Alter, ich war krasser Raver, Alter. Du warst ein richtig harter Junge, ey. Ja, du warst schon, du warst, glaube ich, hart drauf, glaube ich. Und wenn ich hart sage, ja, dann meine ich nicht hart, sondern ganz hart. Ja. Kannst du dir nicht vorstellen, was ich alles gemacht habe? Nee, so schätze ich dich auch ein, ja, echt jetzt. Also die Zeit, wo ich ausgewandert bin, bis zum Zeitpunkt, wo ich zurückkam, diese 8 Jahre, ne? Das war, glaube ich, so die Höchstphase. Aber Ibiza war halt einfach nur vom, also was ich da gelernt habe, ist halt Überleben, ne? Guck mal, Jürgen, 6 Monate arbeiten, um 12 zu leben. Ich habe alles gemacht, Alter. Ich habe, also klar, Kaffee, Müllabfuhr habe ich auch schon gemacht auf Ibiza. Also alles, was so geht. Ne? Deswegen habe ich nie verstanden, wenn Leute in Deutschland sagen, ja, die finden keinen Job. Das ist totaler Schwachsinn. Ich habe alles gemacht schon. Ich habe im Dönerladen gearbeitet, im Café, ich habe im Müllabfuhr, ich habe Personenschutz gemacht, also hier so aufpassen auf Finkas. Mhm. Ich habe alles gemacht, um da zu leben. Aber das war halt auch eine harte Zeit dann. Ne? Also keine Frage, ne? Halt aber auch eine schöne, denke ich. Oder? Ja, das war die beste Zeit meines Lebens. Ja. Mein Name ist Dominik Stuckmann und ich bin bei der aktuellen Promi Big Brother Staffel 2023 mit dabei. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch jetzt die ersten 30 Minuten kostenlos auf Join anschauen. Es gibt einen 24-Stunden-Livestream und ich glaube, es wird sehr wild. Ich würde es euch empfehlen.